So, willkommen zurück zu Let's Play WoW im Kreis des Verderbens Teil 793 mit Brüsten im Hintergrund. Nein, Spaß. Aber wir werden jetzt Dinge erledigen. Was muss ich überhaupt tun? Also wir töten erstmal das Vieh da. Das stört mich irgendwie. Das ist mir gerade unsympathisch, es muss sterben. Also müsst ihr einfach nur merken, alles Unsympathische muss sterben. Also tötet Christoph. Nein, alles Unsympathische muss halt sterben. Es ist halt so. Und deswegen müsst ihr einfach Leute, die euch nerven, müssen sterben. Also, dann geht einfach zu den Leuten hin und macht die kaputt. Habt ihr aber nicht von mir. Also, nicht, dass ich jetzt Ärger bekomme von euren Eltern. Der Junge im Internet hat erzählt, Leute töten ist okay. Nein, das ist nicht okay. Das müsst ihr immer noch mehr im Hinterkopf behalten, Leute. Nicht, dass eure Eltern bei mir anrufen, ich bringe euch hier illegale Dinge bei. Das wollen wir ja nicht. Und ich habe Fanpost. Ich versuche irgendwann noch abzuholen. Von meinen Fans. Nein, aber von Abonnenten. Von denen habe ich das. Ich werde auch versuchen, irgendwie ein bisschen mehr WoW vielleicht zu plaudern. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie das jetzt klappt, mit Windows Movie Maker. Mit dem Rendern vom AVI-Dateien. Mal gucken. Windows Movie Maker, was laber ich da? Aber ihr wisst, was ich meine. Mit einem anderen, ich habe nicht mehr Windows Movie Maker, aber ein anderes Programm. Damit sollte das klappen. Ist besser, hoffe ich. Ach ja. Seht ihr ja dann, wenn es oben ist. Guck mal, da kommen ganz viele Vögel auf mich zu. Die töten mich. Hey! Mach mich mal unsichtbar. Wo? Was ist denn das hier für ein Nest? Ich töte mal den da, damit ich das Nest anfassen kann. Klingt komisch. Ich töte ihn, dann kann ich das Nest anfassen. Also denkt dran, ihr dürft Sachen, wenn ihr Sachen tötet, dürft ihr Nester anfassen. Dann könnt ihr kleine Babykaninchen euch holen und kleine Eulen, die so ganz süße kleine Knopfaugen haben. Dürft ihr alles euch dann besorgen? What the, ich will nicht sterben. Und wieso geht das Farbschema so komisch? Das soll schwarz sein. So. Ach ja. Kann ich die noch kaufen lassen einfach? Meine Fresse. So. Böse Eule, respektiere meine Autorität. Die Eule nervt mich so ein bisschen, weil sie mich gerade tötet. Habe ich denn einen Heiltrank in meinem Inventar? Sieht schlecht aus für mich. Sieht sehr, 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 sehr schlecht aus für mich. Vielleicht, wenn ich jetzt wegsprinte. Weg. Nein, das ist ein Gegner. Oh mein Gott, wo soll ich hin? Oh, ich habe ihn gepult. Ich habe nichts frei, keine CDs, ich weiß nicht, was ich... Bin hilflos, SOS, Mayday! CDs zünden! Stunnen, yep! Fuck! Ah. Keine Chance mehr gehabt, mit so wenig Leben. Ich habe schon um mein Überleben gekämpft, so gut es ging. Aber dann war Schluss, Kinder, dann war Schluss. Dann war vorbei mit der Luzi. Draußen hat mir eine Katze rum. Eben sind zwei Vögel gegen meine Fensterscheibe geflogen. In letzter Zeit immer öfters. Die fliegen einfach immer gegen die Fensterscheibe. Einfach so. Pum. Die ganze Zeit. So kleine Vögel. Die haben wohl keine Hobbys irgendwie. Ich weiß nicht, ob die da so einen Wettbewerb machen. Wer als erstes eine Gehirngeschütterung hat oder so. Warum auch immer aus dem heiteren Nichts jetzt meine Nase ein bisschen verstopft. Komisch. Das regt mich auf. Das macht mich aggressiv. Ach ja, ich töte lieber da oben wieder so eine komische Hainus. Oh ne, da kommt schon wieder so einer. Mann. Gut, dann töten wir ihn mit.
Nachdem wir mal das, dann haben wir ein schnelleres Tempo, das heißt, wir schlagen schneller zu. Da, Tempo wird um 70 erhöht. Oh mein Gott, das bringt ja so viel Ironie auf. So. Herumspringen, Genesung, übrigens Genesung, Gesundung heißt das. Ja, Gesundung war richtig. Ach ja, ein bisschen rumspringen, ein bisschen hauen, im Kreis springen und jetzt machen wir einen Finisher-Move und er ist tot. Gut, da haben wir 6 von 6. Was müssen wir hier noch machen? Nichts. Cool. Gehen wir mal unser Stolzes raus und fliegen davon. Ich hoffe, das laggt nicht so sehr. Ich hoffe, es laggt nicht so sehr. Nein, ich habe Angst, dass das irgendwie vielleicht laggt oder das wäre doof. Was haben wir hier? Quest abgeben. Happy Birthday. Haben wir hier keine anderen Quest? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was haben die mir denn gegeben? Hm. Ach ja, ich bin wieder ein bisschen verwirrt. Fliegen wir einfach mal. Was ist das für eine Quest? Tötet dieser. Ich hab keinen Bock drauf. Ich flieg hoch. Fliegen wir mal ein zum Tempel. Machen wir ein paar Quests vom Tempel. Wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich? Ich vergesse das immer wieder. Ah, 700. Immer wenn ich gucke. Und ja, ich behalte diese Äxte hier auf. Auf allem. Erstens sind meine Waffen ein bisschen besser. Und zweitens verkaufe ich die einfach im H, weil die halt so aussehen. Style Gear WTF kann ich gut verkaufen. Und da ist unser Freund, der Teufelshäscher. Hallo. Ich sehe dich. Guck, guck. Allüle. Na? So. Er hat mich gar nicht. Er beachtet mich nicht. Ich bin wohl nicht cool genug. Oh. Eine Runde Mitleid für den dicken Jungen. Oh. So. Reden wir mal über Insta-Team, wie Leute, die einfach mal so eine schwänzen und dann andere so Referat halten müssen und dann eigentlich voll scheiße ist. Ne? Ja, kennt ihr das, Kinder? Das ist voll behindert. Nee, ich finde das wirklich immer scheiße. Oh Gott! So. Das Messer ist eh von Holly Light. Liebe Grüße. Ja. Hey, Mr. Moore. Geheiligt werde König Morgrem. Mr. Moore ist ein süßer Knuffelbär. Hallo, Mr. Moore. Weißt du was? Ich mag Kekse. Ach ja, hier bekommst du ein Silber. Viel Spaß damit. Oh mein fucking Gott. Das war der schönste Silber, den ich je hatte. Den werde ich nie ausgeben. Ey, ne, der Typ, der mich vollgespammt hat, hat Gold gegeben dafür. Du bist richtiger Geizhals, du mit deinem einen Silber. Du Knarch, du. Wenn ihr schon Feldpost schickt, dann mit viel Gold. Viel Gold. Okay. Nein. Hör auf. Die Teiche. Nehmen wir mal die Teiche an. Ein gewagter Plan. Nehmen wir die mal auch an. Wir nehmen einfach mal alles an, was so machbar ist. So gerade so. Und was hat die denn hier? Tödliche Raubtiere. Cool. Annehmen. Alles egal. Tödliche Raubtiere. Du wirst zerfletscht. Du wirst getötet. Alles annehmen. So. Egal wie brutal die Quests klingen, sie werden angenommen. Die Suche nach Cedar bringt keine EP, nehmen wir doch nicht mit. Die Grausamkeit der Zuchtmeister. Trotzdem werden wir die Quest machen. Die Felsklau-Matriarchen. Cool. Wollen wir die mal erledigen? Also, auf das Pferd. Wohin geht. Oh Gott, überall Quest. Eigentlich wäre es ja vom Vorteil, so alles so nacheinander zu machen. So flupp, 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 flupp.
Oh Gott, was ist da unten? Außer das mit diesen 10 Typen hier töten, das ist doof. Aber wir gehen mal dahin. Zuchtmeister der Illidari getötet. Ey. Wenn ich mich nicht recht täusche, ist dort hinten in dem Lager, wenn man in die Richtung geht, dann links und dann geradeaus in einer kleinen Hütte ein kleiner Mensch. Da gibt es eine Quest, da müssen wir Typen finden, die in diesem Lager versteckt sind. Jeweils 4 Stück oder 3 Stück. Wenn ich mich nicht recht täusche. Was ich nicht tun sollte. Oder außerdem die Quest verlegt. Dann wäre das scheiße. Dann täusche ich mich nämlich.